Zur letzten Meldung der Tagesschau schalten wir um nach Hamburg. Zum Programmschluss die Tagesschau. Die 52 Amerikaner, die nach ihrer Geiselnahme in einem Wiesbadener Militärkrankenhaus betreut wurden, fliegen heute Vormittag um 10 Uhr von Frankfurt aus in ihre Heimat zurück. Berichte, wonach die ehemaligen Geiseln zunächst in der Militärakademie West Point untergebracht werden, wurden vom Sprecher des amerikanischen Außenministeriums nicht bestätigt. Er betonte lediglich, dass seine Landsleute an einem privaten Ort mit ihren Angehörigen zusammentreffen werden. Unterdessen sind die Botschafter aus 5 Ländern, deren Mithilfe bei der Freilassung der Geiseln bekannt wurde, von Präsident Reagan zu einem Empfang eingeladen worden. Es handelt sich um die Missionschefs aus der Bundesrepublik Deutschland und Algerien sowie aus Großbritannien, der Schweiz und Kanada. Das Urteil im Prozess gegen die sogenannte Viererbande soll heute Mittag in Peking verkündet werden. Hauptangeklagte ist die Mao-Witwe Jiang Qing. Ihr droht die Hinrichtung wegen Verschwörung und Anstiftung zum bewaffneten Aufstand während der Kulturrevolution von 1966 bis 1976. Beobachter rechnen damit, dass die Todesstrafe zwar verkündet, aber ausgesetzt wird. In der Zeit der Kulturrevolution sollen in der Volksrepublik China über 30.000 Menschen umgebracht oder in den Tod getrieben worden sein. Ein schweres Erdbeben hat in der südchinesischen Provinz Sichuan nahe der Grenze zu Tibet am Samstag über 250 Todesopfer gefordert. Nach Angaben der chinesischen Nachrichtenagentur wurden fast sämtliche Häuser in der Stadt Taofu zerstört. Beim letzten schweren Erdbeben in China 1976 sollen weit mehr als 100.000 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Wahl des früheren Bundesjustizministers Vogel zum regierenden Bürgermeister hat den Wunsch der Berliner nach vorgezogenen Neuwahlen offenbar nicht geschwächt. Mehr als 100.000 Bürger sagten bis Samstag in einer Unterschriftensammlung der CDU Ja zur Einleitung eines entsprechenden Volksbegehrens. Damit wurde schon am zweiten Tag der Aktion die vom Gesetz vorgeschriebene Zahl von 80.000 Unterschriften weit überschritten. Einen entsprechenden großen Erfolg errang auch die von zwei einzelnen Personen eingeleitete Unterschriftensammlung. In einer weiteren Kraftprobe zwischen der unabhängigen polnischen Gewerkschaft Solidarität und der Regierung in Warschau hat sich am Samstag die Auseinandersetzung um die Einführung der 5-Tage-Woche verschärft. Nach Angaben eines Gewerkschaftssprechers in Danzig sind gestern im ganzen Land 70-95% der Beschäftigten der Arbeit ferngeblieben. Dagegen schätzt die Regierung die Zahl der Streikenden auf 60%. Sie hat angekündigt, dass ihnen der Tageslohn vom Samstag entzogen wird. Der Parteitag der britischen Labour Party hat mit großer Mehrheit ein neues Verfahren für die Wahl des Vorsitzenden beschlossen. In Wembley bei London wurde entschieden, dass statt wie bisher die Unterhausfraktion nun ein Wahlmännergremium den Parteichef bestimmt. Darin sollen zu je einem Drittel Parlamentsabgeordnete, Gewerkschafter und Parteifunktionäre vertreten sein. Bisher fiel diese Wahlfunktion den Unterhausabgeordneten zu, in der die Partei Linke den gemäßigten Kräften in der Labour Party unterlegen ist. Die Lottozahlen 1, 10, 21, 37, 39, 45, Zusatzzahl 22. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Die Wettervorhersage für heute Sonntag, den 25. Januar. Im Süden neblig oder bedeckt und leichter Schneefall. In den Niederungen zum Teil in Regen übergehend mit Glatteisbildung. Später dort, wie bereits im Norden, wechselnd bewölkt mit Regen, im Bergland Schneeschauern. Im Norden Tiefsttemperaturen nahe 0 Grad. Höchsttemperaturen bis plus 4 Grad. Im Süden Tiefstwerte minus 5 bis minus 15 Grad, Höchstwerte minus 4 bis plus 1 Grad. Mäßiger, im Norden frischer bis starker Wind aus westlichen Richtungen. Das waren die letzten Meldungen. Damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des Deutschen Fernsehens beendet. Hier noch ein Blick auf die Uhr vor 5 Sekunden. War es 0 Uhr und 47 Minuten. 0 Uhr 47.
Hinweise auf das Programm von heute Sonntag, den 25. Januar, geben wir Ihnen auf den folgenden Schrifttafeln. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Sugar Plum Fairy came and hit the streets.